Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur 21. Folge Let's Play Drakensang. Ja, und es geht wieder weiter. Wir haben Dienstag und ich habe ein bisschen was zu erzählen, denn die letzte Folge, da war ich wohl teilweise ein wenig verpeilt. Mir ist zum Beispiel überhaupt nicht aufgefallen, dass der arme Thorgrim die ganzen Untoten hier mit den Fäusten bekämpft hat. Wir haben irgendwann mal mitten im Kampf, habe ich plötzlich die Waffe weggesteckt und da habt ihr mich in den Kommentaren darauf hingewiesen und das wollen wir natürlich gleich rückgängig machen. Hier, Thorgrim, zücke deine Axt. Ja, sehr schön. Aber ich meine, auf der anderen Seite, was wollt ihr eigentlich? Ich meine, es ist Thorgrim, Sohn des Ferolax und der zerquetscht doch die Gesichter von Zombies mit den beiden Daumen, also wirklich. Aber egal, wir sind ja gut durchgekommen. Etwas weniger gut durchgekommen ist die liebe Kladdes. Da ist aufgefallen, dass sie unglaublich schnell Wunden bekommt. Und ja, ihr habt ja vielleicht gemerkt, ich habe jetzt schon länger nicht mehr geskillt und das wäre dran. Da hatte mich vor allem der liebe Ivan Pokeminator darauf hingewiesen und ist mir aufgefallen. Aber ja, ich meine, du hast recht. Du hast ja so recht. Und deswegen werden wir gerade mal ein bisschen bei uns allen den Selbstbeherrschungswert steigern, damit wir da wieder ein bisschen durchhalten. Um das mal festzustellen hier, Selbstbeherrschung kann zum einen in Dialogen angebracht sein, zum anderen ist Selbstbeherrschung eine Fähigkeit, große Schmerzen zu widerstehen. Ein Held, der über eine hohe Selbstbeherrschung verfügt, wird so im Kampf selbst durch schwere Treffer nicht abgelenkt und wird einen Spezialschlag oder Zauberspruch zu Ende führen. Das heißt, wir werden nicht unterbrochen. Auch können Wunden von Helden mit hoher Selbstbeherrschung eher widerstanden werden. Ihr seht also, ein ganz wichtiger Wert im Prinzip für alle. Und wer da schon grundsätzlich ganz gut dabei sein sollte, ist die liebe Rolana mit 15. Gut, das brauchen wir nicht, aber ich sag mal, wir setzen bei uns allen den Wert erstmal auf 11. Und das behält er jetzt auch erstmal bei, bis ich das dann bestätige. Genau. So, wir haben ja relativ viele Punkte, die wir vergeben können. Und wir werden auch ganz viele Punkte noch vergeben. Also Selbstbeherrschung ist jetzt auf jeden Fall erstmal besser. Die ganzen weiteren Punkte, ich werde jetzt hier noch nicht zu Ende skillen. Das will ich bei einer anderen Gelegenheit machen, wo ich dann genau weiß, wie ich die Punkte setzen möchte. Wir kommen auch so ganz gut durch. Was wir noch überall machen können, ist unser Waffentalent jeweils steigern. Und gut, mit unserem Bogen sind wir gerade auf Maximum. Bei ihr können wir bei den Fechtwaffen immerhin noch eins nach oben. Thorgrim mit seinen Hiebwaffen auch. Und Rolana hat momentan ein Säbel, wenn ich das richtig sehe. Dann nehmen wir das nach oben. Gut. So. Sind wir erstmal wieder etwas besser auf den Kampf vorbereitet. Kommen besser durch. Das ist sehr schön. Dann hatte ich ja in der letzten Folge als Textanwendung zu Beginn drin stehen, dass mir die Lautstärke der beiden letzten Parts zu leise war und ich jetzt mal höher gegangen bin. Und kam sehr gut an bei euch und danke für das Feedback. Wir werden bei dieser Lautstärke bleiben. Und dann haben wir noch etwas anderes. Darauf wäre ich eh eingegangen, aber Hardy hatte schon in den Kommentar geschrieben, deswegen machen wir das mal. Wir gehen hier zu diesem Spalt. Habt ihr das da eben auch gesehen? Da war was in dieser Spalte dort. Genau. So, und wenn wir hier runter gucken, dann sehen wir erst einmal nicht viel, außer dieses Ding hier. Die Frage ist, ob man da unten hin kann. Und ich kann euch hundertprozentig versichern, nein, kann man nicht. Tut mir leid, Hardy. Es ging mir da wie dir. Ich habe Stunden damit verbracht, das hier alles mal zu durchsuchen. Und nein, es gibt definitiv keinen Weg. Ich habe das auch noch online nochmal geschaut und da gibt es ein Statement. Und nein, geht nicht. Und was hier unten ganz viele Leute für eine Truhe halten, das ist keine Truhe. Das ist einfach nur so weit unten. Das ist ein Sarkophag von oben. Das ist nichts anderes als ein exponiertes Grab, ein Sarkophag in einem Raum. Und weil es halt so tief unten ist, sieht das entsprechend klein aus. Ja, so viel dazu. Und jetzt haben wir also unser nächstes Ziel, unsere nächste Aufgabe. Nämlich, das sehen wir auch hier auf der Karte, zum Erzmagier Rakorim zu gehen, um ihm mitzuteilen, hier, der Nekromant ist tot. Und wir werden aber nicht direkt zu ihm gehen, wir werden hier diesen Umweg gehen. Das ist einfach hier nur so ein kleiner Bogen, aber das hat einen Grund. Denn dort, ich hatte es ja schon erwähnt in der letzten Folge, dass es hier zwei ganz tolle Schatzfässer gibt. Und eines haben wir ja schon auf der Totenkopfinsel geholt. Das zweite finden wir hier auf diesem Bogen. So, und da haben wir auch schon, ja, da ist Arakorium schön am Zaubern. Aber die paar Minuten hältst du auch ohne uns durch.
Was haben wir denn hier? Riesenkrabben, okay. Das könnte ein Kampf sein, wo sich das gleich mal bewährt, dass wir hier... oh, warte mal. Das ist ja noch sowas, das Sammeln. Darauf hatte ich ja auch angesprochen. Ja, richtig, ich habe noch kein Item zum Sammeln. Ja, da hatte ich ja die Frage gestellt, was findet ihr besser, wenn ich das offscreen mache, solche Geschichten, oder machen wir das dann doch immer alles zusammen? Und das Feedback hätte unterschiedlicher nicht sein können. Also sehr viele von euch haben befürwortet, dass ich das dann zusammenschneide für euch. Und dann gab es auch welche, die gesagt haben, nein, wir wollen das alle sehen. Und ja... Und auch das mit dem Speedup war ja so eine Sache. Ich bin sehr froh, dass ich das Speedup gemacht habe. Ihr müsst euch das geben. Ich habe beschleunigt auf 170%. Ne? Man müsste das jetzt nochmal ausrechnen. Ich weiß es gerade nicht auswendig, aber es waren also 170% war die Beschleunigung von dem Speedup. Und es ging ja noch gute 10 Minuten. Also dieser Kampf war wirklich unfassbar lang. Und das hätte uns natürlich entsprechend lange beschäftigt, wenn ich das nicht kurz geschnitten hätte. Beziehungsweise halt in diesem Speed-Up ein wenig beschleunigt. Na, das läuft doch wunderbar. Die Riesenkrabbe macht uns ja gar nichts mehr. Ah, da ist noch eine zweite. Und das gab hier sogar, wie ihr gerade gehört habt, so ein kleines, eine Fanfare. Genau, und dann hat mir noch jemand angesprochen auf das Kirschnermesser. Ja, zwei Riesenkrabbenscheren, perfekt. Dass man das in der Gold-Edition gar nicht mehr benutzen muss und das reicht, dass man das im Inventar hat. Kann sein, habe ich nie überprüft. Ich habe halt damals Drakensang bei Release gespielt und bin dann erst später auf die Gold-Edition, habe ich dann auch nochmal gespielt. Man hat das halt einfach so, man ist das so gewohnt, einfach hier zu klicken, da zu klicken. Ich meine, es ist auch nur ein Mausklick. Nein, es ist eigentlich genau die gleiche Anzahl von Mausklick. Ob ich jetzt hier einen rechten Mausklick mache und dann hier drauf gehe, oder ob ich hier links klicke und da links klicke, ich glaube, das kommt so ziemlich das gleiche bei raus. Also, ich denke, das ist einfach so eine, das ist so eine Gewohnheit und ich glaube, die geht auch nicht mehr raus. Also, lass dich deswegen nicht stören, dass ich jetzt hier das Kirschnermesser trotzdem nehme. Da fühle ich mich sicherer. Und es ist, habe ich schon gesagt, es ist, wenn es tatsächlich egal ist, ja, dann ist es egal. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche auf jeden Fall, das merkt ihr ja gerade auch schon, schön auf Kommentare einzugehen. Wow! So, jetzt hat's... Alter Schabutzki, die Krabbe hat aber gerade bei Klades reingehauen. Da hat ihr selbst die Selbstbeherrschung von Elf nicht viel genutzt. Uiuiuiui. Einer weniger. Gute Entscheidung. Das geht ja gar nicht. Komm her, Klottis, dann werden wir dich ein wenig verbinden. Ja, also wirklich. So, den Rest, da braucht man kein Ding verschwenden. Das geht jetzt auch mit einem Balsam Salabunde. Yes, sehr schön. Ganz, ganz schön. Ja, also mit dem Zusammenschneiden von Sachen sammeln und so. Ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich weiß, es dauert länger und es ist ziemlich viel, dann schneide ich das auch nach wie vor für euch zusammen. So Kleinigkeiten wie jetzt, die man hier so nebenher macht, ja, in Ordnung, da lassen wir es auch drin. So, da greift uns an eine Feuerfliege. Okay. Da brauchen wir keine Spezialattacken für. Die Viecher sind so klein und niedlich. Genau, die kann man auch nicht ausnehmen, die kann man einfach nur, ich hätte jetzt fast ernten gesagt, aber... Looten ist wohl der fachmännische Gamer-Begriff. So, kommt noch mehr Feuerfliegelchen. Okay. Die sind so schnell tot, da kann ich gar nicht mehr sagen, hier greift alle an. Und sie haben immer einen Giftzahn. Und das ist gut, weil, ja. Ich werde mir das irgendwann bei Gelegenheit auch nochmal reinziehen müssen. Momentan sammeln wir ja fleißig viel. Hier sind auch jede Menge Nester. Die kommen auch alle hier von dem Baum. Ja, ja, genau. So, ich wollte jetzt aber gerade nochmal zu dem Fass. Das müsste hier eigentlich jetzt irgendwo ganz in der Nähe sein. Nicht, dass ich es übersehen habe. Bin mir eigentlich sicher, dass das hier irgendwo steht.
Wir sollen uns erstmal hier die Feuer fliegen. Das ist gar nicht schlecht. Das ist eigentlich überhaupt nicht schlecht. Also zu dieser anderen Insel da, wo die ganzen Feuerfliegen gerade herkommen. Ist das die? Ich guck gerade nochmal. Ja, das ist die. Zu der kommen wir auch noch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir doch in diesem Part hinkommen. Sogar sehr sicher. Abere. Wo ist jetzt dieses vermaledeite Fass? Bin ich jetzt blöd oder was? Das müsste doch hier auf einem der Zipfel sein. So habe ich es mir notiert. So habe ich es in Erinnerung. Ja, da ist es. So, siehst du? Nur ein bisschen versteckt man. Ja, ach. Es ist halt doch schon so lange her. So, aber hier haben wir auch wieder ein schönes Schatzfass mit 9 Dukaten, diesmal wieder ein Bärenfell, Blattgold, Edelsteine, also dem anderen ziemlich ähnlich. Je weiter abseits der Fässer liegen, umso wertvoller der Inhalt. Verrücktes Moor. Du sagst es, Rulana. Ich wollte auch gerade sagen, es ist sogar noch besser als das letzte. Nice. Sehr schön, jetzt bin ich happy. Und jetzt können wir gerade nochmal gucken. Wie schon gesagt, diese Insel betreten wir noch nicht. Wir machen jetzt hier einfach diesen Bogen runter. Und suchen dann mal den lieben netten Rakurium und seinen Novizen Nottel auf. Hier ist es wieder. Ja, das stimmt. Hier können wir auch den Schlüssel benutzen, den wir von Dredo Bento bekommen haben. Und das machen wir noch nicht. Das hier ist eine besondere Gruft. Und ich möchte erst etwas anderes machen, bevor ich diese Gruft öffne. Man könnte hier jetzt reingehen und ja, da erwartet uns auch etwas, was wir in einer Gruft vielleicht nicht unbedingt erwarten würden. Aber okay. Erst einmal zurück zu Rakurium. Ja, ach, ich habe so viel vor, diese Folge. Mal gucken, wie lange diese geht. Würde ich so typische 15 Minuten aufnehmen, also nicht typisch für mich, aber für viele Let's Player, Let's Plays, dann wären wir schon bald wieder am Ende, aber es ist mir bei Drakensang immer viel zu kurz. Und diese Folge kann durchaus auch wieder ein bisschen länger sein. Wir gucken einfach mal. So, hallo Rakurium. Oh, hi, und? Seid ihr erfolgreich gewesen? Ja, in der Tat. Ich habe in einer benachbarten Ruine einen Schwarzmagier im Kampf geschlagen. Er war es, der all diese Untoten aus den Gruften und Gräbern heraufbeschworen hat. Untote aus Gruften und Gräbern? Das ist erschrecklich. Ich forsche hier gerade. Da war so eine Störung in der Tat willkommen. Wunderbar, wunderbar. Habt vielen Dank, auch in meinem Namen. Jetzt bleiben in Zukunft wenigstens andere vor dem Schicksal verschont, welches den armen Rufus ereilte. Ich wünschte, ich wäre selbst zu einer solchen Heldentat imstande gewesen. Ja, ein wahres Wort, Nottel. Jetzt fällt mir auch wieder ein, weshalb wir unter diesem flackernden, blitzenden Schutzzauber arbeiten mussten. Endlich kann ich Eloise hinfortzaubern. Hinfortzaubern. Ah, ich liebe ihn. Gut, gut. Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Was wollte ich doch gerade? Ah ja, das nächste Problem muss gelöst werden. Ach, noch mehr Aufgaben. Okay. Noch eine Störung, die es zu beseitigen gibt? Die Statue hier auf dem Plateau, altes Echsenwesen. Habt ihr den Stab gesehen mit dem seltsamen Kristall? Das ist nicht nur bloßes Schmuckwerk, sondern ein magisches Relikt aus uralter Zeit. Ich muss den Kristall aus dem Stab, naja, aber ohne ihn dabei zu beschädigen. Wie das geht, Felsenvitriol. Aber Nottel und ich, es ist doch nicht ganz gelungen. Mir fehlen Zutaten. Wo habe ich nur meinen Kopf? Ach genau, wir haben sie vergessen, der Nottel und ich, ihr ahnt sich ja, also helft ihr mir?
Haltet eure Gedanken zusammen, Meister Rakurium, und sagt mir, was genau ich tun muss. Zunächst, als ihr Rufus bezwungen hattet, habt ihr da ein Buch bei ihm gefunden? Es war für unentbehrliche Aufzeichnungen im Wirtshaus von Moorbrück vergessen. Was? Okay, egal. Ein Buch. Es enthält wichtige Zaubernotizen und Rezepte. Vor allem für das Felsenvitriol, das nicht so recht gelingt. Es soll den Kristall ja herauslösen. Also eine Säure? Ja, die Aufzeichnung habe ich bei ihm gefunden. Bitte, nehmt sie. Feurio, hab Dank, ich bin untröstlich über Rufus Schicksal. Manchmal weiß ich auch nicht so recht. Ja, schon um seines Opfers willen dürfen wir jetzt nicht scheitern. Was ist denn das für Gekritzel? Aha, natürlich. Dreierlei fehlt uns noch, um... ja, damit wird das Felsenvitriol von höchster Potenzia werden. Eine Alraune, ein frisches Dotter eines Harpieneis und Zähne eines Wühlschrates. So, so. Benötigt ihr noch Rat, bevor ich auf den Weg macht? Oh, und jetzt haben wir ganz viel Rat. Ja, dann wollen wir mal gucken. Das werde ich jetzt nicht alles in seiner Stimme lesen, und werde nur überfliegen. So, bei dem untoten Beschwörer fand ich diesen Schlüssel. Ach nee, den haben wir ja gar nicht von Bredo, den haben wir ja von dem, genau. Oder? Ich glaube schon. Dieser gehört vermutlich zu einer Tür. Ja, eine Tür, die zu den Dingen führt, die einem Beschwörer von Untoten gefällig sind. Da böte sich beispielsweise die Tür zu einer Gruft an. Ja, genau. Was wolltet ihr noch wissen? Der Kristall. Was darf man fragen, wofür ihn benötigt? Ja, okay. Wir würden es ohnehin nicht verstehen. So, so. Wo können wir Alraunen finden? Na toll, was wissen wir über Alraunen? Ja, Meister. Die Alraune oder Mandragora ist eine kleine, unscheinbare Pflanze, deren Blätter sehr schmal und am Rande gezackt sind. Doch nicht die tiefgrünen Blätter sind der interessante Teil der Pflanze, sondern die bleiche Wurzel, deren Form oft an die eines Menschen erinnert. Wegen dieser Ähnlichkeit werden der Alraune viele Zauberfähigkeiten, ja sogar eine eigene Seele zugesprochen. Hervorragend, Ruhe, Nottel. Da habt ihr eure Antwort. Ich hoffe, ihr werdet bald fündig. Aber Meister Rakurium, ich wollte doch aber wissen, wo ich diese Pflanze hier finden kann. Achso, ja, das weiß ich. Dafür setze ich jetzt keine Zeit. Obwohl, wenn ihr wisst, wo ihr zu suchen habt, geht es vermutlich schneller. Nottel, wo finden wir Alraunen? Alraunen gedeihen besonders gut in blutgetränkten Böden unter abgestorbenen Bäumen. Stichwort. Und in von Magie durchdrungener Erde. Soweit das Buch. Leider trifft das im Sumpf auf wirklich viele Orte zu. Doch am ehesten würde ich die Beschreibung wohl auf die Gegend im Osten passen, die ich bei Marschi hier gesehen habe. Dort wuchsen die seltsamsten Pflanzen, die sich verrückt gen Himmel reckten. Yeah. Dieses Eidotter. Wo würden Harpien im Moor denn am ehesten nisten? Ja, ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung von diesen Dingen. Üblicherweise, aber heute... heute ist alles ein bisschen Harpien. Ich habe hier noch keine gesehen. Aber ich habe in südlicher, nein, mehr in südwestlicher Richtung einige Harpien erspähen können, Meister. Vielleicht gibt es dort ein Nest. Ausgezeichnete Beobachtungsgabe, Nottel. Dann sollte die Suche im Südwesten voranstatten gehen, würde ich sagen. Ja, so, dann Wühlschrat. Diese Gegend, eigentlich dürfte es hier gar keine geben. Sie wurden in alter Zeit hier eingeschleppt, sollte ich mich nicht gänzlich irren. Vielleicht in einer größeren Gruft, Stichwort. Ruine oder einem anderen Baumwerk aus Fels. Ja, das wäre klug, an einem solchen Ort nachzusehen. Seid aber auf der Hut bei Einzelgängern. Besonders die kleineren Exemplare sind meist sehr feige und fliehen augenblicklich. Da heißt es flink mit Zauber oder Bögen den Wulschrat aus der Ferne zu erwischen, sonst kriegt er eine enge Spalte, wo ihn dann keiner mehr erreichen kann. Ah, guter Einwurf, Notte. Mit dieser Fülle an Wissen sollte die Wühlschrakjagd ein Kinderspiel sein. Ja, so. Gut. Vielleicht noch eine andere Frage. Ja, das haben wir alles schon gefragt. So, quatschen wir nochmal Notte an. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Oh, der macht sich voll die Vorwürfe. Okay, gut. So, jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte gucken und überlegen. Jetzt haben wir nämlich hier schon unsere Hinweise bekommen von ihm. Einmal hier finden wir die Harpien. Hier finden wir die Alraune. Das ist diese Insel mit dem Baum, von dem ich vorhin gesprochen habe. Naja, und hier sind wir. Weil wir sollen ja die Zutaten abgeben. Und hier ist das Gasthaus. So. Also, was ich jetzt gerade mal machen möchte, wäre, wir gehen mal gerade so hier unten hin. Zu dem Baum will ich gerade in diesem Moment noch nicht. Ich möchte erst mit euch woanders hin. Genau.
Ah ja, wir haben natürlich hier aktualisiertes Quest-Tagebuch, die Sorgen eines Magiers. Jetzt geht's halt um die Zutaten, die auch nochmal alle extra aufgelistet sind, falls man so vergesslich sein sollte. Ja, ich muss sagen, das Quest-Handbuch ist tatsächlich ziemlich gut. Ja, okay. Nein, aber wir sind erst einmal soweit versorgt. Trollkröten gibt's hier auch. Und wir wollen jetzt gerade mal, wie schon gesagt, ihr seht schon, der Sumpf ist ja glücklicherweise gar nicht so riesengroß. Da ist noch eine Riesenkrabbe. Ja, warte. Ja, da will ich hin. Machen wir gerade noch mal eine Riesenkrabbe platt. Je mehr wir von den Viechern töten, desto besser, denn diese Krabbenscheren sind in der Tat gar wertvoll. Und das ist gut. Und es gibt ein Autosave. Ja, genau. Weil man natürlich hier diese Stelle hat, wo wir entsprechend aufpassen müssen. Ich hatte ja gesagt, dass wir nicht zu weit zurück in Richtung Dorf dürfen. Achso, ja, ich sollte vielleicht den Bogen wieder auspacken, ne? Das wäre schlau. Folgt mir. Der Sohn des Fehlbrunak, stell dir vor, der kann das vielleicht noch ganz gut mit den Fäusten. Wir sind mit unseren zarten Elfenhändchen da vielleicht nicht gern zu geeignet. So. Und bei der Gelegenheit kann ich euch nochmal Danke sagen. Also es freut mich wirklich sehr, dass Drakensang doch wieder so gut ankommt bei euch und dass wieder viele Kommentare da sind und ja, dass ihr einfach alle so happy seid, dass dieses Projekt einfach wieder fortgeführt wird. Und das freut mich halt auch wirklich sehr. Also, so, wir gehen nicht weiter hier rüber. Ja. Gut, ich glaube, bis hier könnten wir sogar noch. Kritisch ist danach irgendwo diese Brücke hier. Aber ich glaube, man kann nämlich sogar hier noch mit Torfler reden. Der gibt dann da auch nochmal Hinweise auf die Zutaten, so ein bisschen. Aber das lassen wir jetzt sein. So, und jetzt will ich nicht hier rauf. Da kam er nämlich her. Ich will hier runter. Hier hinten will ich jetzt hin. Da ist nämlich eine spezielle Gruft. Genau. Eine ganz spezielle Gruft, in die ich mit euch möchte. Und dann muss ich auch gerade noch mal ganz schnell was nachgucken. Denn es ist wichtig, das hatte ich ja schon erzählt, dass Kladdis jetzt entsprechend, also dass wir jemanden haben, der entsprechend hoch überreden kann und Menschenkenntnis besitzt. Und ich glaube, das dürfte in beiden Fällen ausreichend genug sein. Die genauen benötigten Zahlen weiß ich nicht, aber könnt euch da schon so ein bisschen an dem orientieren, was ich jetzt hier drin habe. Denn es ist jetzt sehr wichtig und es geht, bin mir ziemlich sicher, um diese Gruft. Wir werden jetzt auch gerade nochmal speichern. Ein neuer Slot natürlich. Für den Fall, dass es doch nicht reicht. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Dieses unwohle Gefühl, trotz des beruhigenden Steins ringsum. Da lauert etwas auf uns. Ja, du sagst es, Vorgrim, hier lauert wirklich etwas. Na denn. Oho, wen haben wir denn hier? Zur Abwechslung mal ein lebender Spender. Gebt uns all euer Gold, wenn dies nicht zum Ort eurer letzten Ruhe werden soll. Ganz bestimmt nicht. Wir könnten einschüchtern, wir könnten mit Charisma und so weiter. Wir wollen aber erstmal überreden. Gold von mir? Da könnt ihr erheblich mehr Gegenwehr erwarten als von den hiesigen Untoten. Da habt ihr wieder recht. Lassen wir das also. Ihr habt uns nicht gesehen und wir haben euch nicht gesehen. Ich bin Trastein und der Bursche dort ist Kiesel. Seid gegrüßt. Es ist gut, mal jemanden im Sumpf zu treffen, der nicht tot oder untot ist und gleich auf einen losgeht. Ja, ob wir auf euch losgehen oder nicht, das habt ihr in der Hand. So, jetzt mal ein bisschen gucken. Darf ich mal raten? Das ist natürlich sehr geil. Ähm,
Ich bin auf der Suche nach der Boron-Geweihten von Moorbrück. Habt ihr sie zufällig bei einem eurer Streifzüge gesehen? Gesehen? Wieso? Nein, haben wir nicht. Ihr solltet euch aber nicht um sie sorgen. Ich bin sicher, sie taucht in Bälde wieder auf. Jetzt die Menschenkenntnis. Tada! Also das muss einfach sein, sonst, ne? Ihr versteht schon. Damit das Überreden klappt und jetzt auch das mit der Menschenkenntnis hier. Meine Gegenwart scheint euch zu beunruhigen. Oder weshalb habt ihr kurz gezögert? Was? Wie? Ach, das war sowieso eine idiotische Idee. Ich wollte das alles von Anfang an nicht. Halt die Klappe, Kiesel! Nein, ich rede jetzt. Wir sind zu weit gegangen, Trastein. Wenn wir uns niemandem anvertrauen, macht dieser widerwärtige Kerl uns noch den Gar aus. Oder beschert uns ein grausiges Untotendasein. Kerl? Untotendasein? Ihr meint doch nicht etwa den Totenbeschwörer. Was habt ihr mit dem zu schaffen? Redet endlich! Ihr kennt ihn? Arbeitet ihr auch mit ihm zusammen? Zusammengearbeitet? Nein, er ist im Kampf gegen mich umgekommen. Das ist ja eine wundervolle Nachricht. Dieser finstere Kerl hat uns ähnlich wie ihr auf frischer Tat ertappt. Allerdings wollte er uns umgehend zu seinem Dienern machen. Wir haben uns natürlich nach Leibeskräften gewehrt, wurden aber schnell überwältigt. Ich konnte ihn jedoch überzeugen. Überzeugen? Wie ein greinender Hosenmatz hast du gebettelt. Ach, wo die Leiche eh aus dem Sack ist, kann ich auch sagen, wie es wirklich war. Mein Kumpel flehte um sein Leben, während ich mit dem meinigen bereits so gut wie abgeschlossen hatte. Und was geschah dann? Dieser dunkle Zauberer wollte uns gerade den Garaus machen, als er plötzlich innehielt, so als ob eine innere Stimme ihn zurückgerufen hätte. Von Sinneswandel zu sprechen wäre übertrieben, doch er war mit einem Mal beinahe umgänglich. Er verlangte von uns, die Boron-Geweihte des Dorfes aus dem Weg zu schaffen. Nur dann wollte er uns unser Leben schonen. Mehr noch, er sicherte uns sogar zu, dass uns die Untoten nie wieder behelligen würden. So haben wir zugesagt. Wir haben Molinde in eine der Grüfte locken können, zu der wir einen Schlüssel hatten. Also Tür zu, Geweihte weg. Dem Nekromanten haben wir den Schlüssel gegeben. Zwar hat er uns verschont, aber völlig zufrieden schien er nicht. Er wollte die Frau wohl tot sehen. Dennoch hat er Wort gehalten und uns verschont. Wir konnten nun selbst in die Grüfte hinein, die zuvor wegen der Untoten unmöglich zu betreten waren. In welcher Gruft habt ihr Molinde eingesperrt? Der Geweihten dürfte nichts geschehen sein. Sie ist noch nicht allzu lange eingesperrt. Die Gruft liegt recht nahe am Dorfeingang. Ich zeichne euch die genaue Lage auf der Karte ein. Und jetzt noch einmal Menschenkenntnis. Tut das. Ich werde dort mal nach dem Rechten schauen. Falls ihr etwas zugestoßen sein sollte, weiß ich ja nun, an wen ich mich zu halten habe. Allerdings ist da noch etwas, denn ich sehe es euch an der Nasenspitze an. Irgendetwas anderes liegt euch noch auf der Seele, nicht wahr? Wie macht ihr? Woher? Ach, nun gut. Da ist mir wirklich noch etwas Sonderbares aufgefallen. Gerade als wir unseren dunklen Pakt mit dem Beschwörer geschlossen und rasch das Weite gesucht haben, sah ich, wie ein großer Mann aus dem Dorf Mutterseelen allein in Richtung der Ruine unterwegs war, von der wir mit knapper Not entrinnen konnten. Ich erinnere mich, verfluchter Nebel lag da in der Luft. Wir waren uns daher nicht sicher, ob es nur ein Untoter war. Du warst dir nicht sicher, doch ich sah ihn zuerst und auch länger als du, Trastein. Einen solchen Gang hat nur der Büttel, denn kein Untoter schreitet so forsch durch das Moor. Und die anderen Moorbrücker sind zu schlau oder zu große Hasenfüße, als dass sie allein durch dieses Gebiet streifen. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen mitlesen, was er so sagt. Wir sollten uns aufwärmen gehen, die Nacht ist gerade erst angebrochen. Spinnst du, Kiesel? Jetzt, wo es wieder läuft, müssen wir unsere Verluste reinholen. Aha, also die beiden wollen immer noch Gräber plündern. Morgen ist auch noch eine Nacht. Komm schon, lass uns gehen. Und wir quatschen noch einmal an jetzt, ganz schnell. Ja? Darf ich mal raten? Ihr seid Gruftforscher und versucht, der Nachwelt wertvolle Zeugnisse der Zeit nahezubringen. Stimmt auffällig. Wenn wir uns einigen, können wir künftig von den historischen Kostbarkeiten Abstand nehmen. Nein, danke. Ich denke, es wäre auch im Sinne von dieser ganzen Gruftgeschichte völligen Abstand zu nehmen. Wie meint ihr das? Ich denke, diese Grabräuberei ist doch nicht das Richtige für euch. Zu viele Gefahren, die euch zum Verhängnis werden könnten. Das Leben ist eine einzige Gefahr. Wenn euch wirklich so viel daran liebt, gebt uns einfach, sagen wir mal, eine Handvoll, also 5 Dukaten. Und wir werden tunlichst versuchen, das Grabräuberleben hinter uns zu lassen. So viele Dukaten? Ich meine eine Handvoll Dukaten für mich und eine für Kiesel. Eine Handvoll Dukaten für jeden von uns. Macht also 2 Handvoll Dukaten.
Für diese Summe werden wir gerne den Grabschätzen den Rücken kehren. So, jetzt könnte ich den 10 Dukaten geben. Kann er noch auf die Tränendüse drücken. Bei all dem, was ihr der armen Orlinde angetan habt, würde es sich anbieten, dass ihr völlig ohne Gegenleistung von der Grabräuberei ablasst. Hm? Bin ich voll dafür. Ihr habt recht, wir sind zu weit gegangen, wir werden damit aufhören. Nun gut, ich will euch nie wieder in der Nähe von Gräbern sehen. Ich sagte doch, wir hören auf damit. Wir schwören es bei allem, was uns heilig ist, nicht wahr, Trastein? Sapperlot, warum muss es nur solche Weltverbesserer wie euch geben? Ja, verdammt, wir hören auf damit. Komm, Kiesel, wir gehen. Es ist besser so, Trastein, es ist besser so. Als Zeichen der Reue gebe ich euch unsere letzte Beute. Wir gehen erstmal nach Moorbrück, unserem Kaminfeuer im Wirtshaus aufwärmen und über unser neues Leben nachdenken. Tada! Das ist immer ein guter Anfang. Nur, was soll ich mit eurer Beute? Behaltet die Beute oder gebt sie Morlinde als Zeichen unseres aufrichtigen Bedauerns. Ich weiß, wir sollten dies eigentlich selber tun, doch möchte ich Morlinde in der nächsten Zeit nicht unter die Augen kommen. Nun gut, ich werde eine geeignete Verwendungsmöglichkeit für den Schmuck finden. Hauptsache, wir verstehen uns, keine Grabräubereien oder anderweitige Schandtaten mehr. Ist das klar? So, das war jetzt mal der absolute Oberhammer. Habt ihr jetzt gesehen, wie sich das gelohnt hat, dass wir die entsprechenden Skills haben? Wir konnten erfahren, wo Morlinde ist. Wir konnten gerade so viel. Wir haben einen weiteren Hinweis auf den Verrat des Büttels. Und damit haben wir jetzt auch den dritten und finalen Hinweis. Also weitere Hinweise auf den Verrat des Büttels werden wir jetzt nun keine mehr kriegen. Aber holla, die Waldfee, hat sich das gelohnt. Und dann haben wir die beiden auch noch dazu gebracht, mit der Grabräuberei aufzuhören, haben sogar noch deren Beute mitnehmen können und ach, das war gerade richtig toll. Aber wie schon gesagt, dafür müssen so einige Gegebenheiten stimmen. Und ich fand das jetzt irgendwo ganz sinnvoll, jetzt hier diese Gruft zuerst zu machen, damit das alles hier so eine schöne, zusammenhängende Story ergibt. Fellfetzen, na, das hat sich gelohnt. Aber es lohnt sich, weil jedes Mal, wenn wir einen Sarkophag öffnen, ein Feind auf den Plan tritt. Und das sind ja so schöne Erfahrungspünktileins. Gute Entscheidung. Ja. Ich bin mal wirklich sehr gespannt, von euch zu hören, wie das eigentlich so ist. Wer von euch hier... ach, wieder ein blutiges Beil. Kein Interesse. Ich meine, ja, okay, diese blutigen Beile sind... im Prinzip kann man sie ja dann schon so ein bisschen verkaufen, aber gut, wir kommen ziemlich sicher später nochmal hier rein. Ja, da ist eine Altarschale. Wir kommen später nochmal hier rein, werdet ihr verstehen, wenn es soweit ist. Jetzt wollen wir hier erstmal raus. Nein, aber bin ich grundsätzlich interessiert, auch zurück betrachtet auf alle meine anderen Parts. Wie schon gesagt, Drakensang ist halt glücklicherweise so ein Spiel, wo ich die... Wow. Hier ist gerade ein bisschen was los. Trollkröten, Trollkröten, jede Menge Trollkröten. Die sind auf der Seite. Ach da, gut, da kommen wir so jetzt gerade eh nicht hin. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo die Gruft mit Morlinde ist. Das ist diese hier. Und genau diese werden wir jetzt auch betreten. Nein, also schreibt mir doch einfach mal, was ist für euch eigentlich alles neu? So, das war die Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Durch die 100%, was habt ihr denn jetzt alles schon so gesehen, was euch bisher... Warte mal, da können wir hier ganz viel ernten. Ja, wir gehen kurz diesen Bogen. Da kann ich gerade noch ein bisschen erzählen. Und ernten hier jede Würselkraut. Können wir schon brauchen. Nein, also... Es sind jetzt ja nun schon 21 Parts und bisher sind wir wirklich super dabei, wenn es um 100% geht. Da haben wir alles mitgenommen und das soll auch so bleiben. Ich hoffe, ich bin nicht zu verpeilt, um dann tatsächlich mal eine entscheidende Sache zu vergessen. Und ja, ihr würde mich da mal tatsächlich über so ein bisschen Feedback freuen, was für euch denn jetzt so neu gewesen ist. Und ob in diesem Part jetzt schon wieder irgendwas Neues gewesen ist. Zum Beispiel jetzt dieser... Dialog mit Trastein und Kiesel und dass man sie auch anschließend nochmal anquatschen kann und dann sogar noch deren Beute bekommt und so weiter und so weiter. Wir können auch gerade mal nachschauen, was wir da eigentlich gekriegt haben.
Ich glaube... Grabschmuck, der ist das. Bei dieser Kette ist Vorsicht geboten. Oder nein, das könnte auch der Grabschmuck von Talia sein, genau. Ist eine gute Frage, ob wir da überhaupt irgendwas gerade gekriegt haben. Vielleicht war es auch einfach nur Geld. Ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher. So, die Trollkröten, die werden wir töten. Wir werden ich nehme die Sache in die Hand. Und ich werde die jetzt, während wir sie töten, noch ganz schnell ausnehmen. Im Notfall kämpfen meine Leute alleine, aber bevor die hier verschwinden. Das ist nämlich wichtig. Trollkröten haben diese Giftbeutel und die Froschschenkel und die will ich alle haben. Die sind nämlich, glaube ich, nochmal wichtig. Ich muss gerade nachdenken, aber gerade diese Giftbeutel. Fehlschlag. Genau, ja, das klappt dann nämlich immer nur, wenn man sie erfolgreich ausnimmt. Und das wäre schon gut. Giftbeutel. Oh, komm her. Immer voll daneben geklickt hier. Gibt's ja nicht. Sehr gut. Ich werde das Inventar auch bald nochmal neu sortieren müssen. Allmählich geht uns... Ja, noch nicht so ganz, aber der Knapp... Der Knapp wird Platz. Ja. Leitchen seine Versprecher. Ich schlage wieder zu. Der Platz wird knapp natürlich. Der Knapp wird Platz. Oh Mann. Ohne Scheiß. Ich habe ja tatsächlich eine... Also da gibt es nichts zu sehen. Ja, ich habe ja eine Webseite, leiti-online.de. Momentan benutze ich die Domain letzten Endes einfach nur als Mail-Server, weil ich habe halt einen eigenen Mail-Server. Und das ist sehr praktisch, meine ganzen E-Mail-Adressen, oder vieles läuft halt auf @leiti-online.de. Ich hatte mir immer mal gedacht, so, es wäre irgendwie cool, auch sowas zu machen, wie eine Webseite über mich. Weil ich ja doch relativ viel mache, halt jetzt nicht einfach nur auf YouTube, sondern eben auch meine Dienste als Sprecher und also für Mod-Projekte etc. Und das wäre, da müsste man sich eigentlich wirklich mal so eine richtige Vita machen, so eine Webseite, auf der man dann einfach mal so ein bisschen Überblick kriegt und hatte mir gedacht, man müsste echt mal anfangen, Versprecher zu sammeln. Echt schon so dermaßen viel Scheiße rausgehauen. Es wäre interessant. Aber okay. So, jetzt haben wir hier also die Gruft mit Morlinde. Und nur zur Sicherheit, denn ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es da im Dialog... Gab es da was Wichtiges zu beachten? Ich glaube ja nicht, aber nichtsdestotrotz speichere ich lieber noch einmal. Jetzt haben wir den Schlüssel. Sehr cool. Und komm hier rein. Du. So, also habt ihr mich hier eingeschlossen. Und was geschieht nun? Wollt ihr mich auf Geheiß eures Auftraggebers töten? Oder handelt ihr nach eigenem Gutdünken? Die ist aber pessimistisch, hat wohl schon mit ihrem Leben abgeschlossen. Okay, als Boron-Geweihte hat man natürlich auch viel mit dem Tod zu tun. Und sie sieht auch ein bisschen so aus. Also, sexy ist nicht das treffende Wort, aber eigentlich ist sie ja ein Herz und eine Seele, eine ganz nette Person. Aber okay, gut. Wieder noch. Ich habe nach erbitterndem Kampf mit einem Nekromanten und seinem untoten Gefolge diesen Schlüssel erbeutet. Ein Nekromant steckt hinter all dem Unheil und ich hatte schon befürchtet... Aber lassen wir das. Wenigstens kenne ich jetzt den Grund für meine Gefangenschaft und die Untotenschwemme wird nun verebben. Verzeiht meine Neugier, was genau hattet ihr denn befürchtet? Gewisse Bürden können nur von einem selbst getragen werden. Danken wir Boron, dass die Dinge nicht schlimmer gekommen sind. Nun muss ich schleunigst zurück zum Dorf und nach dem Rechten schauen. Hoffentlich sind die Verluste nicht allzu groß. Da braucht ihr keine Sorge haben. Büttel Scheffler ist mit härtester Hand gegen die Untotenplage vorgegangen. Er hat alle, die befallen schienen, hingerichtet. Die befallen schienen? Was meint ihr damit? Naja, er hätte beinahe einen verirrten Reisenden hingerichtet, den er fälschlicherweise für untot hielt. Ich konnte ihn im letzten Moment davon abbringen.
Allerdings ist er mir seitdem alles andere als wohlgesonnen. Dieser Narr! Wer weiß, wozu er noch imstande ist. Ich muss unbedingt zurück, um Schlimmeres zu verhindern. Ja, besser wäre das. Bevor er geht, zwar hatte dieser Nekromant den Auftrag erteilt, euch einsperren zu lassen, doch ausgeführt haben ihn zwei Grabräuber. Ihre Namen sind Trastein und Kiesel. Trastein und Kiesel? Die beiden waren schon immer schwierige Gesellen, aber dass sie so weit gehen würden, seid ihr wirklich sicher, dass die beiden es waren? Absolut. Einer der beiden hat sich mir anvertraut. Es scheint, als habe dieser Nekromant ihnen mit dem Tode gedroht. Also gut, ich glaube euch. Allerdings ist dies jetzt nicht von allzu großen Belang. Um diese Lotterbuben kümmere ich mich später. Nun muss ich rasch ins Dorf. Eins noch. Ich habe sie überzeugen können, mit der Räuberei aufzuhören. Ah, es war gut, dass wir das gemacht haben. Als Zeichen der Reue haben sie mir ihre restliche Beute überlassen. Als geweihte Borons wisst ihr sicher am ehesten, was damit zu tun ist. Hier nehmt. Und schmuck. Ihr erstaunt mich einmal mehr. Eine so ehrliche Seele wie die eure trifft man selten in diesem Landstrich an. Ich werde den Schmuck dorthin zurückbringen, wo er von Borons wegen hingehört. Auf bald. Also war die Kette doch von denen. Ich kann euch begleiten, wenn ihr wünscht. Ihr habt schon genug für mich getan. Den Gefahren dieses Moores kann ich alleine besser aus dem Wege gehen. Auf bald möge Boron eure edle Seele schützen. Dann will ich euch nicht länger aufhalten. Besucht mich später, damit ich euch für euren Edelmut belohnen kann. Ihr findet mich am Boronschrein in der alten Turmruine. Da, wo wir auch Hamwin haben, den... Wie hatten sie gesagt? Der Herr mit dem simplen Gemüt. Oh, ein eitriger Krötenschemel, bitte lasst es mal nicht schief gehen. Die Dinger sind so scheiße schwer zu ernten, man braucht letzten Endes ganz viele davon. Yes! Ich freue mich immer tierisch. Also, wenn ich, Ich mache das natürlich nicht in diesem LP, so, das wäre furchtbar lästig, aber wenn ich hier Solo-Drakensang durchspiele und so Sachen habe, dann, ich hatte tatsächlich mal ein Playthrough, in dem ich ohne Scheiß vor, egal was ich gemacht habe, habe immer vorher gespeichert, ich versuche mein Bestes. Was dann dafür gesorgt hat, und hat immer so lange probiert, bis es halt geklappt hat, ne, und so nimmt man dann natürlich echt... So, eigentlich so. Ja, falsch geklickt. So, gehen wir wieder raus aus dieser Gruft. Wie lange nehmen wir denn jetzt auf? Ja, also es ist so. Wir haben jetzt auf jeden Fall, das erstmal so, das sei erstmal gesagt. Wir haben Mollinde befreit und wir haben alle Hinweise auf den Verrat des Büttels. Jetzt! Und erst jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns auch wieder ins Dorf zurücktrauen können. Oder, naja, was heißt da trauen? Wo wir jetzt, also wie schon gesagt, es wird ein Event ausgelöst, ein bestimmtes, und da ist es absolut von Vorteil, wenn all diese Dinge so geschehen sind, wie ihr sie jetzt bei mir gesehen habt. Und das freut mich in einem Punkt sehr. Unsere gekauften Pfeile haben nämlich gereicht. Das ist hammergeil. Selbst, aber jetzt könnten wir ja auch zurück und neue kaufen. Wir haben aber immer noch 227 Pfeile. Also wissen wir jetzt, wisst ihr ungefähr, wenn ihr das mal selber macht, wie viele Pfeile ihr mitnehmen solltet. So, jetzt geht es natürlich noch um die Zutaten und dann auch um die ganzen Grüfte. Da sollten wir dann auch tatsächlich nachher dann zurück zu Mollinde. Das kann man dann auch kombinieren. Wir stehen hier natürlich gerade so praktisch. Könnten uns jetzt noch... Machen wir das diese Folge noch oder machen wir das die nächste? Ich überlege gerade, ob ich mit euch jetzt noch hier in Richtung Baum gehe. Es sei gesagt, es lohnt sich sehr. Ach, okay, ich muss von der Seite ran. Ich habe gerade eben hier den Gullmund gesehen und den will ich natürlich haben. Ja, lasst mich mal ganz kurz nachdenken. Ich weiß, ihr seid alle schon so, oh, bitte mach weiter, bitte mach weiter, bitte mach weiter. Ja, ist gut. Gut, wir speichern nochmal. Und dann wird die Folge ein bisschen länger, weil wir werden uns ein Weilchen auf dieser Insel aufhalten. Aber weil ich heute gute Laune habe und weil ihr auch so fleißig am Kommentieren seid immer und ich da auch einfach nochmal Danke sagen muss für und sehr hoffe, dass das natürlich... Gut, eigentlich hatte ich das auf Distanz mit dem Bogen vor, aber whatever.
erst einmal werden wir hier, ja, wir machen jetzt noch diese Insel hier. Selbst wenn der Part nachher über eine Stunde geht und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering. Haben wir wieder mal eine extra lange Folge. So, jetzt müssen wir ganz schnell hier wieder, bevor die Viecher verschwinden, immer die Giftzähne mitnehmen. Doch, ich muss sagen, mir persönlich, diese Folge gefällt mir tatsächlich sehr gut heute. Irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Es macht heute wieder sehr viel Spaß. Und wir haben ja auch schon viel hingekriegt. Nein! Und da erzählt man noch, was man alles hingekriegt hat. Und dann geht natürlich das Ernten schief. Das ist doch gemein, ist das. Ja, also erst einmal, das ist wichtig, Leute, hier Nester aufräumen. Man will es sicherlich unnötig schwer machen und ihr werdet verstehen, wieso. Gute Entscheidung. Sehr witzig war übrigens auch, das wollte ich auch nochmal sagen, wer war das? FrankenLP91, der hatte tatsächlich geschrieben, dass ihm das Moor total gut gefällt, dass er hier die Atmosphäre mag und dass das alles so schön stimmig ist und ja, so kann man es natürlich auch sehen. Ihr habt ja schon mitgekriegt, ich bin nicht so der größte Freund vom Moor. Es ist halt so furchtbar duster hier und ja, es ist einfach nicht der schönste Ort. Und Drakensang ist ein so schönes Spiel und glänzt einfach auch durch eine sehr harmonische Optik. Und da trifft das natürlich nicht so ganz zu hier. Aber okay, atmosphärisch ist es allemal, da gebe ich ihm recht. Ja. Also wie schon gesagt, Leute, die Motivation ist eine andere. Das klingt jetzt gerade irgendwie so ein bisschen nach Kommentar- und Like-Gebettele, aber es ist ja schon das. Also ihr tut mir natürlich einen großen Gefallen damit, wenn ihr einfach viele Kommentare schreibt, auch gerne einzelne Personen, mehrere Kommentare. Weil ich schon gesagt, ich kann dann direkt in den Folgen darauf eingehen, wenn das natürlich irgendwo passt und Sinn macht. Und ja, einfach auch durch Likes und so zeigt ihr mir natürlich, dass euch das Projekt gefällt und leider Gottes ist YouTube durch seine ganze Politik, wie das Ganze mit der Relevanz von Videos läuft und wie das Ganze bewertet wird, da ist man inzwischen als YouTuber echt schon davon abhängig, dass man da eine starke Community im Rücken hat. Und da muss ich auch wirklich noch einmal Danke sagen, denn ich finde es wirklich großartig, wie... Da ist doch jemand. Bitte, helft mir. Hilfe, bitte helft mir. Ja, so, okay, ich bin im Satz unterbrochen worden, egal. Aber da haben wir die liebe Gwendala. Eine Elfennot. Quest wurde aktualisiert. So, genau das ist mein Ziel gewesen. Gwendala. Also nicht sie ist das Ziel, sondern es ist das Ziel, dass wir sie erreichen. So, hier wird noch einmal gespeichert. Ich weiß, speichere viel, aber das ist halt entscheidend, ne? Wir sind in diesem LP noch kein einziges Mal gestorben. Ich hoffe sehr, tatsächlich. So, wenn wir hier nochmal vorbeischleichen. Ich möchte unbedingt... Das sieht man nicht alle Tage. Der eine Elfe gefangen hält. Was für ein verrücktes Gewächs. Ist das denn? Bitte redet ja nicht. So befreit mich doch. Wir werden dich befreien, liebe Gwendala, aber noch nicht sofort. Erst einmal will ich hier noch aufräumen mit allem, was uns störend in die Quere kommen könnte. Nein, 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 nein. Leute, kommt zurück. Bevor wir uns diesem Baum nähern... Bitte, 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 alle hierher gerannt. Wir kämpfen auf die Viecher auf Distanz. So, danke. Wie schon gesagt, uns erwartet hier ein... Wow, kladdest du... Bitte nicht, komm hierher. Jetzt muss man echt aufpassen. Das bin ich. So. Ja, ihr seht, ich habe einfach mal alle auf passiv gestellt. Oh, und ich habe keine Munition mehr. Das ist natürlich... Da haben wir unsere 27 Pfeile so schnell verballert. Okay, aber wir haben genug. So.
Genau. Nein, also noch einmal, ich bin sehr dankbar für die unglaublich tolle Community, die ich hier einfach habe. So, jetzt haben wir das Nest weg. Haben wir jetzt noch irgendwo ein Nest, das uns im Weg sein könnte? Ich glaube nicht. Das ist gut. So. Und da speichert dann nochmal der alte Sack. Das gibt's ja nicht. So. Jetzt sind wir ausgerüstet. Ihr dürft gerne wieder auf aggressiv. Und ich bestimme selber, wann ich angreife. Gut. So. Die Wurzeln des Baumes halten mich eisern umschlungen. Was immer ich versuche, es reichte nicht, um freizukommen. Ihr müsst den Baum schwächen, damit er nicht mehr die Kraft hat, mich festzuhalten. Gwendala ist so genial. Einfach ihre Art zu reden, das ist so abgehoben, elfisch. Irgendwie voll cool. Warum kann ich euch nicht einfach befreien, indem ich die Wurzeln durchschneide? Die Wurzeln reagieren sofort auf jede meiner Bewegungen. Greift ihr sie direkt an, zerdrücken sie mich womöglich, bevor ihr mich befreit habt. Wenn ihr aber den Baum selbst angreift, ist er vielleicht abgelenkt genug und lässt erst einmal ab von mir. Also guten Versuch ist es wert. Ja, ist richtig, trotzdem. Wie seid ihr in diese missliche Lage geraten? Ich will nicht unhöflich sein, aber im Moment bin ich eher daran interessiert, wie ich wieder herauskomme. Fasst euch ein Herz und kämpft gegen den Baum. Ihr habt recht, ich werde versuchen, den Baum im Kampf zu schwächen. Hoffentlich reicht es, um euch zu befreien. Das würden wir jetzt machen. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf Distanz. Ein bisschen mit Abstand. Und dann werden wir auch zuerst die Drachenpflanzen töten und dann den Baum. Aber damit die Drachenpflanzen wach werden, müssen wir erstmal den Baum angreifen. Okay, Leute, go! Deception. Genau, jetzt können wir auch die Drachenpflanzen angreifen. Das ist sehr gut und das machen wir jetzt alle zusammen. Ganz, ganz schnell sogar die Drachenpflanzen angreifen. Gut. Und alle zusammen the next. Und wir müssen halt so ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr dem Baum nähern. Aber bisher scheint der Kampf... Ja, man muss halt wissen, wie man es macht. Also ich erinnere mich, dass ich hier... auch schon einmal gestorben bin. Früher. Aber damals... Das war, glaube ich, beim ersten Playthrough. Da hat natürlich noch relativ wenig Ahnung. Ich glaube, ich hatte mich auch ziemlich böse... Also nicht völlig verskillt, aber doch so, dass es... nachher ein bisschen Schwierigkeiten gab. Wie schon gesagt, wenn man da niemanden hat, der einen da in der Hand nimmt und einem das zeigt, dann kann Drakensang schon ein harter Brocken sein. Man kann's, ist halt ein Spiel, man kann es tatsächlich richtig verkacken. Wenn man sich völlig blöd verskillt, dann gibt es Kämpfe, die man dann einfach nicht mehr packt. So, und jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen mit Heilen nebenher aufpassen. Ich will, dass Kladdis bitte die Wunde wieder los wird. Wenigstens eine davon. Ach, Scheißdreck, es sind ja schon zwei. Ah. Ja gut, okay, komm, dann mach ihr das jetzt. Meine Rache. Das wird schon. Das wird schon. Aufgepasst. Ah, da ist sie schon wieder ohnmächtig. Also umgeworfen. Ja, Leute, greift an. Aber okay, es läuft. Krass, ich habe den Kampf so dermaßen schwer in Erinnerung und, ja... Wenn man es falsch macht, dann kann er auch schwer sein. Aber jetzt läuft das ja echt super. Ich versuch mein Bestes. Gut, klar, das hat sich umgehauen, aber... Und Runana auch. Lass das mal Vorgrim machen. Aber okay. Töten wird er uns jetzt nicht mehr. Na komm. Komm schon, der letzte Schuss. Der finale Treffer. Das kann doch nicht so schwer sein, Leute. Und ein Level Up. Danke, dass ihr den Baum bezwungen habt. Ich verstehe nur nicht, weshalb die Wurzeln noch immer nicht von mir ablassen. Ich fürchte, ihr müsst in das Innere des Baums hinabsteigen. Ich habe eine Ahnung, weshalb seine Wurzeln noch immer nicht nachgeben.
Deshalb solltet ihr zuvor noch einige Dinge Deshalb solltet ihr zuvor noch einige Dinge erfahren. Auch wenn meine Bestimmung durch meine Voreile nicht erfüllt werden kann, so hat mir das Schicksal in euch eine zweite Hoffnung gesandt. Alles begann vor einigen Monden, als in unserem Stammsitz ein Bote von einer befreundeten Sippe mit einem Bündel zu uns kam. Als unser Sippenältester es öffnete, fand er nichts Geringeres vor als das Seeleninstrument eines meiner Vorfahren. Drei Sonnenwechsel lang beschäftigte er sich mit der von ihrem Besitzer über und über mit zierenden Mustern versehenen Flöte. In ihr hallten Klänge des Leids und der Unvollendung wider und es wurde klar, dass der Geist meiner Vorfahren in Not war. Die Klänge erzählten von Krieg, zerstörten Wäldern und von seinem verlorenen Seeleninstrument. In der letzten Nacht, in der er auf der Flöte spielte, um zu ergründen, welche Melodie das Leid meines Vorfahren zu einem guten Ende bringen könnte, sah er mein Antlitz vor sich und eine Gestalt im Schatten. Er ging davon aus, dass es sich bei dieser Gestalt womöglich um einen Gegenspieler handelte. Ich bin überzeugt, dass ihr diese Gestalt seid, ein Bote meines Schicksals. Wenn meine Vermutung stimmt, werdet ihr dort unten den Geist meines Vorfahren antreffen. Nehmt als Zeichen der Versöhnung seine Flöte mit hinunter. Es gilt, seine Seele friedlich zu stimmen, auf dass er vom ewigen Fluch des Dunklen befreit wird und seinen Weg zur ewigen Ruhe im Ursprung alles Seins finden kann. Hier in dieser Tasche ist seine Flöte. Bitte nehmt sie an euch. Sollten wir nicht jetzt erst einmal versuchen, euch zu befreien, indem ich die Wurzeln durchschneide? Können wir auch noch einmal sagen? Ja? Nein, bitte nicht. Sie reagieren sofort auf jeden Befreiungsversuch. Ich bin überzeugt, sie würden mich töten, würdet ihr versuchen, sie zu zerschneiden. Also nach wie vor, okay. Also gut, nehme ich also erstmal das Innere des Baums in Augenschein. Ich will sehen, dass ich den Geist eures Vorfahren von seiner Pein erlöse. Können Sie gerade noch einmal anquatschen? Steigt doch bitte alsbald in das Baumesinnere hinab und helft meinem Ahnen, seinen Frieden mit sich zu machen. Wollt ihr mich noch nicht vielleicht jetzt verraten, wie in die missliche Lage gekommen seid? Ich will jetzt auch nicht unhöflich sein, aber ich bin nach wie vor daran interessiert, die Folgen meiner Unbesonnenheit ungeschehen zu machen. Fasst euch abermals ein Herz und erkundet die Baumhöhle. Ach, die arme Gwendalla. Ja, okay. So, jetzt wollen wir was ganz kurz. Oh, guck mal, wir sind ja ein neues Level. Jetzt können wir mit Salsam Salabunde sogar zwei Wunden auf einmal heilen. Guck sich das einer an. Das müsste klappen. Ja! Denn es ist diese Zahl hier unten, die uns sagt, wie viele Wunden wir heilen können. So. Oh nein, die Pflanzen verschwinden. Ganz schnell, bevor sie alle verschwinden. Ist eine Drachenpflanze und gibt uns Würselkraut. Ist auch geil, ne? Okay, die jetzt gar nicht. Und bevor wir jetzt in die Baumhöhle gehen, überlege ich dann jetzt den Part... Kritische Wunde, okay, ja, da müssen wir natürlich jetzt gerade noch mal ein bisschen verarzten. Nein, nein, nein! Okay, da wollte ich den Part beenden und jetzt gehen wir doch hier rein. Na gut. Passt, nicht schlimm. Ich dachte schon, es kommt direkt zu einer Sequenz. Heilen wir jetzt. Was ein Glück. Na gut, zumindest müssen wir außen nicht irgendwie was machen. So, misslungen! Ach, unfassbar. Aber sie ist ja trotzdem geheilt, hä? Gut, egal, was soll's. Okay. Auch eine schöne Stelle, hier den Pfad zu wenden. Was uns in der Baumhöhle erwartet, gut wissen wir, aber hier gibt es noch was ganz Tolles. Das war ganz, ganz Tolles. Ja. Jetzt geht der Part fast eine Stunde und ich würde sagen, das passt. Weiter geht's in der nächsten Folge bei Part 22 und ja, danke für eure lieben Kommentare, für eure Daumen und, dass ihr einfach hier dieses Projekt mit mir verfolgt und das freut mich riesig und ja, also bis nächsten Dienstag, macht's gut und tschüss.